Also wir sind gerade hier in einem Musikladen hier in Alanya Ich und habe ja ein Didgeridoo gefunden und ich würde das gerne lernen. Und mein Ausbilder für die Yoga-Stufe hat gemeint, er hat es auch gespielt, er hat gesagt, 4 Wochen, Tuba, wenn du es 4 Wochen lang jeden Tag übst, hast du es raus. Und ich übe jetzt gerade seit 5 Minuten und ihr könnt euch gerne mal, ich tue euch diesen Ton jetzt mal an. Aber es macht Spaß, macht mir sehr viel Freude und ich werde es jetzt kaufen. Es hat übrigens eine Yoga-Lehrerin hier verkauft, weil ich es anscheinend nicht spielen konnte. Ich probiere es. Viel Und ich Spaß. mache euch ein neues Video, wenn dann ein schönerer Ton rauskommt. Komm noch einmal, darfst du üben. Wunderbar für das Urchakra, für das erste Chakra, das aktiviert ja deine Erdung und ist wunderbar, um dich zu erden und hat eine ganz schöne Frequenz und deswegen möchte ich es, weil ich schon ganz schön Space gekommen bin, als ich das bei der Meditation, als ich den Didgeridoo-Ton bei einer Meditation gehört habe. Ich probiere es nochmal, Selçuk, möchte unbedingt nochmal lachen. Du darfst. Sie hört sich an wie eine Wikingerin, die die Krieger zum Krieg ruft. Aber ich liebe. Also ich bin hier in so einem wunderschönen Musikladen. Ihr wisst ja, ich liebe Musik. Wo ich bin, sage ich euch noch. Also, das macht Spaß. Also kaufen wir es. Wir kaufen es. Tuba fragt gerade noch. Ich gerne mit dir. Nee, ich nehme Metall war ja. Sie fragt nach einer Triangel. Triangel. Ich würde darauf da mal. Tuba, was ist los? Was willst du? Was möchtest du? Nein, kaputt mit, Jan. Ich leg nicht auf. Ich wollte sagen, ansonsten spiele ich schon mit Triangeln. Die kann jeder, oder? Okay. Ding, ding, ding. Ja, ihr seht hier auch überall kaputt. Klassische türkische Instrumente, Balama. Und da hinten auch Jura. Ja, für die Kinder. Entspanne deine Schulterblätter, deine Lendenwirbelsäule und dein Steißbein. Und dann merke, wie dein Atem sich von selbst vertieft und verbessert. Ja, das war jetzt gerade eine morgendliche Yoga-Einheit von der Tuba. Und ich wollte einfach das mal auch aufnehmen, ohne dass sie es mitkriegt. So, die Tuba hat wieder mal ein wunderschönes Frühstück hier gezaubert. Was hast du gemacht für die Kinder? Einen veganen Haferflockenmüsli mit Apfel, Banane und ja, Haferflocken und ein bisschen Zimt. Wie findest du die Aussicht? Sehr, sehr schön. So was Entschleunigendes. Ja, wir sind gerade hier. Vor allem, weil es ja auch so ruhig ist und nicht so befahren ist. Ja. Und ich nehme gerade wahr, wie grün nochmal Alanya ist. Hier oben? Hier, von hier oben, genau. Ja. Von Bektaş. Wir sind jetzt gerade im Terrasscafé. Es ist ein Café in Bektaş und hier genießen wir jetzt einen wunderschönen Tee und freuen uns einfach mal für uns zwei zu entschleunigen. Alle Eltern wissen, wie besonders es ist, Zeit mit sich, mit dem Partner zu verbringen und einfach mal innige Gespräche zu führen. Ja, wir zeigen euch nochmal die Aussicht. Ja, also hier habt ihr auch nochmal die Burg von Alanya, links der Hafen und rechts natürlich hier der Kleopatra-Strand. Man wird hier richtig müde, weil wir so eine doppelte Zufuhr an Sauerstoff gerade bekommen, dass sie sagen, oh, bist du auch so müde? Wir sind nur noch am Gehen, als wir schon hier hochgefahren sind, weil das einfach so nährend ist, weil die Luft einfach so frisch und so nährstoffreich ist. Ja, und 2017 waren wir schon auch schon hier. Ja, das habe ich total vergessen. Ja, ja, aber es ist schon lange her. Jetzt gehen wir mal hoch, hä? Ja.
unterschiedliche Waschung. Und das Besondere ist, das ist bestimmt auch aus Kütahya. Ganz berühmte Fliesen, und das sind diese berühmten osmanischen Fliesen. Finde ich wunderschön, haben eine ganz tolle Energie. Und ist auch ganz toll, wenn man dann bereit ist zu beten, kann man hier sich davor nochmal schön waschen und anfangen. Ja, aber die, mach mal. Die Artspieler, ne? Ja, es läuft sogar, ihr Lieben. Es läuft überall. Ja. Hier nochmal die Aussicht. Jetzt gehen wir hoch, ne? Gebetsbereich. Sehr schön, das finde ich auch ganz toll, dass man überall in verschiedenen Orten in der Türkei, dann, wenn man sagt, es ist Gebetszeit, es muss nicht mal die Gebetszeit sein, wenn man einfach das Bedürfnis hat, okay, ich möchte jetzt einfach Energie, wunderbare Energie aufladen, dann hat man einfach die Möglichkeit, außerhalb der Gebetszeiten auch noch zu beten. So, hier haben wir natürlich noch einen Bereich, wo man sich dann draußen hinsetzen kann. Sieht auch hier schon nett aus. Ja, ich schau, da drüben gibt es auch noch Plätze. Hm? Ah ja, hier werden regionale Produkte verkauft. Hoş bulduk, merhaba. Und natürlich haben die Kinder auch hier eine Spielmöglichkeit. Kleinkinder vor allem. Ja, wir haben uns jetzt für den hinteren Bereich entschieden. Hier im Terrasscafé in Alanya und genießen einen wunderbaren Schwarztee unter einem Maulbeerbaum. Also wir können das euch echt empfehlen, allein nur wegen der Aussicht, einfach mal hier Alanya von oben mal zu sehen. Vor allem beide Seiten. Ja, nach dem Tee brauchen wir natürlich noch ein Erfrischungsgetränk, oder? Ja, der Schwarztee war einfach sehr stark. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Vitamine. Ich brauche was Nährstoffreiches, was Gutes, Aufputschendes. Und jetzt ist gerade die Granatapfelsaison und in der Saison muss man, es ist ein Muss, dann den Granatapfelsaft zu trinken. Das ist eine Pflicht hier in Alanya und hier in dieser Region, oder? Es ist gerade die Zeit. Ja, ich habe mir natürlich einen großen bestellt. Ja. Meiner ist gemischt mit Orangensaft und ich liebe einfach die Mischung. Ich mag einfach die Mischung. Manchmal ist für mich so purer Granatapfelsaft zu säuerlich, aber es ist einfach normalerweise besser, aber ich bevorzuge es jetzt gerade heute in diesem Moment so eine Mischung zu nehmen. Und, was sagst du? Ich liebe dieses Saure und gleichzeitig dieses Vitaminreiche. Du merkst richtig, diesen super Vitamin C Gehalt und das auf natürliche, biologische Weise. Sehr, sehr schön. Ohne Supplemente, sondern trink einfach ein Glas Granatapfelsaft. Ja.